Moin Leute, seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute, wie ihr schon sehen könnt, mal ohne Brille und zwar mit Kontaktlinsen. Ja, heute in dem Video soll es mal um ein etwas anderes Thema gehen und zwar habe ich zurzeit irgendwie Lust, mein altes Lego zu verkaufen. Also, ja, bin ja auch mittlerweile 16 Jahre alt und das Ding ist, ich hatte das alles jetzt noch in meinem Schrank und so. Und ja, ich weiß, dass es noch einiges wert ist und ich erhoffe mir auch, dass ich dadurch noch einiges an Geld bekommen werde. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was das alte Lego so einbringt, weil, ja Leute, das Ding ist ja, man kauft immer als klein, also als kleines Kind gibt man ja eigentlich an sich relativ wenig Geld aus, aber man macht sich halt auch irgendwie zu wenig Gedanken darüber. Also zum Beispiel jetzt die ganzen 3DS-Spiele, die ich hatte und so, das waren eigentlich auch alles, wenn ich so drüber nachdenke, waren auch alles Vollpreisspiele. Und ja, da denkt man halt einfach nicht so richtig drüber nach und will immer einfach alles haben und so. Und ja, ich denke mal, das gebrauchte Lego könnte auch noch ziemlich viel Geld einbringen. Weil das ja auch mal eigentlich relativ teuer war, würde ich behaupten. Deswegen, und da ich mir eh einen neuen Auspuff kaufen wollte, werde ich mal mein altes Lego verkaufen, Leute. Ja, Leute, hier seht ihr meine Lego Speed Champions Sammlung. Und ja, das war auch das Lego, was ich, sage ich mal, auch zum Schluss noch mit am meisten benutzt habe. Also ja, ich hatte auch mal eine Zeit lang im Regal stehen, weil das ja auch eigentlich ganz geil ist, so an sich. Und ja, das Ding ist halt, ich brauche sie aber trotzdem jetzt eigentlich nicht mehr. Ich meine, ich habe die ja lang genug benutzt an sich. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, die bringen mir alle noch ein bisschen Geld ein, Leute. Also, um es mal so zu sagen, ich habe damals für jedes dieser Autos 15 Euro bezahlt. Also klar, manche waren auch im Set, wie jetzt zum Beispiel die beiden 911er hier, die waren im Set. Und das hat, glaube ich, dann 30 Euro oder so gekostet. Aber ja, das ist eigentlich, denke ich, noch rentabel. Und das Ding ist halt, bei den Lego Speed Champions ist es immer so, da gibt es immer so eine jeweilige Serie, die da rauskommt. Also da gibt es immer nur bestimmte Fahrzeuge, die gerade aktuell sind. Und die anderen gibt es dann halt auch wirklich nie wieder zu kaufen. Das heißt, wenn man die einmal hat, sind das trotzdem irgendwie, sage ich mal, limitierte Autos. Und die neuen Autos sind dann halt eher so, die kosten alle 20 Euro und die sind dafür aber auch ein bisschen breiter, soweit ich weiß. Und ja, deswegen sind das eben alles noch Sammlerstücke, die es eigentlich so an sich auch gar nicht mehr gibt. Und deswegen ist es ja eigentlich an sich auch ganz nice, dass mir die eben gehören jetzt. Und ja, Leute, deswegen hoffe ich auch, dass die mir nochmal zumindest ein bisschen Geld einbringen. Ja, Leute, also da es insgesamt 20 Autos sind jetzt, Leute, und was mein absolutes Lieblingsauto von denen war damals, ja gut, zum einen hier der Porsche und zum anderen aber dieser McLaren hier, weil ich den persönlich richtig geil fand. Ja, aber ich verkaufe die jetzt auch alle, also ich hoffe mal, dass die mir noch so um die 200 Euro einbringen. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist, Leute, aber es wäre halt auf jeden Fall echt ganz nice, weil die sind, sag ich mal, das, was von meinem Lego noch am meisten wert ist und was mir auch von meinem Lego noch am wichtigsten ist, sage ich mal, wo ich auch wirklich überlegt habe, ob ich die verkaufen will jetzt, aber am Endeffekt, ich meine, was mache ich denn damit? Ich benutze es jetzt auch so nicht mehr, also kann ich es auch eigentlich an sich trotzdem verkaufen, Leute. So Leute, wie ihr schon seht, habe ich hier noch die restlichen Sachen von Lego Speed Champions aufgebaut. Also es gab bei jedem einzelnen Auto noch immer so eine Kleinigkeit dazu. Also ja, hier bei manchen kann man auch schon erkennen, wo die dazu war. Das ist jetzt ein bisschen offensichtlich, sage ich mal. Aber bei manchen auch nicht unbedingt. Und ja, das sind jetzt insgesamt alle Lego Speed Champions Sachen, die ich halt so besitze, Leute. Also ja, mehr gibt's nicht. Ja Leute, dann haben wir hier die Feuerwehrstation, die ich nochmal bekommen habe. Also das war, ich glaube, das war das erste, was ich allgemein von Lego hatte. Also hier die Autos, die gehören nicht alle dazu, sondern eigentlich nur hier dieser Leiterwagen und der andere gehören hier dazu. Und die anderen waren irgendwie extra noch oder so. Ja, auch was ziemlich geil ist eigentlich die Polizeistation. Werde ich auch sehr vermissen. Also ja, ich meine, Leute, wie gesagt, ich habe das Zeug ja eh nicht mehr benutzt an sich, aber irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, dass es dann komplett weg ist, ist es trotzdem irgendwie ein bisschen traurig. Ja, also die Feuerwehrstation ist auch extrem geil, muss ich sagen. Die hat mir auch immer echt gut gefallen. Ja, Leute, dann, was ich auch sehr, sehr gefeiert habe, war dieses ganze Polizeilego. Also, wie ihr schon seht hier, dieses Set mit den Quads, das war irgendwie so ein 5-Euro-Set oder so, das hatte ich halt doppelt.
Und ansonsten, das Geilste von den Polizeisagen ist einfach wirklich dieser LKW. Der ist so unfassbar nice. Ich habe den immer komplett gefeiert, muss ich sagen. Weil der ist halt auch einfach vom Design her irgendwie echt wild. Also, ja, der hat, glaube ich, 30 € damals gekostet. Aber das Design finde ich einfach nur geil, Leute. Also wirklich. Den LKW hier feiere ich wirklich komplett. Und auch die anderen Autos sind ganz geil. Und vor allem dieser Sportwagen hier ist auch wild. Ja, Leute, dann haben wir hier das ganze restliche Lego, was ich noch irgendwo gefunden habe von. Übrigens, Leute, das hier, fragt einfach nicht, das habe ich selber gebaut. Das habe ich gerade gefunden und wollte euch nochmal zeigen. Keine Ahnung, was das überhaupt jemals darstellen sollte. Wir werden es nie herausfinden. Weil ich es auch nicht mehr weiß, aber es ist auf jeden Fall ganz geil. Ja, das werde ich, denke ich, einfach auseinanderbauen. Leute, weil das Ding ist, ich habe auch an sich überlegt, ob ich mein Lego halt so in so eine Kiste, ja, einfach alles in Kleinteile mache. Aber eigentlich ist der Wert mir dann doch zu schade, weil ich meine, das ganze Zeug ist ja alles zusammen doch noch ganz schön viel wert. Und da denke ich mir, ja, da filme ich es halt lieber nochmal zum Schluss und verkaufe dann einfach alles und ja, guck dann halt, was ich für einen Erlös rausbekommen habe. Also alles in allem habe ich das Lego wirklich sehr geliebt und sehr wertgeschätzt immer. Und ich meine, man sieht auch, ich habe nichts wirklich kaputt gemacht. Also ich kenne viele, die haben ihr Lego irgendwie komplett zerstört, dann nicht wieder aufgebaut und so. Gibt's sehr viele Beispiele, aber ja, ich kann jetzt auf jeden Fall zufrieden sein, dass ich noch die ganzen Sets relativ komplett habe. Ja, Leute, hier liegt noch ein bisschen Schrott rum. Also es gab hier auch ab und zu solche Felgen noch bei den Lego Speed Champions. Und ja, die kann man halt theoretisch wechseln, aber. Das habe ich eigentlich auch nie wirklich gemacht. Und ja, hier noch ein paar Leute und so, keine Ahnung. Ach so, und die Länderflaggen gab es hier noch. Weil hier auf dem Podest, ja, Deutschland habe ich natürlich auf 1 gepackt. Kann man natürlich hier die Länderflaggen noch ändern und so. Und allgemein, was sie sich immer ausgedacht haben, ist eigentlich mega krass hier. Auch das, dass man hier einfach runterziehen kann. Und dann wird es halt grün nach und nach. Eigentlich übelst geil, muss ich sagen. Also die haben sich definitiv Gedanken gemacht, so was Schlaues zu erfinden. Und übrigens, Leute, was ich auch noch gefunden habe, hier ist noch so eine Kiste. Ja, da ist so anderes Zeug drin. Also ich hab vor allem so Lego City gesammelt, weil ich das einfach irgendwie realistisch und geil fand. Aber ja, hier ist noch so anderes Zeug drin. Lego Technik, dann hier, keine Ahnung, Bayon, wie hießen die Dinger? Irgendwas, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall Darth Vader. Den habe ich noch von Lego Star Wars. Ach genau, da unten ist ja das grüne Flugzeug. Das habe ich die ganze Zeit gesucht, Leute. Weil das grüne Flugzeug gehört eigentlich, nämlich noch hier dazu, gehört zu diesem Wagen hier. Ja, das war auch immer extrem geil. Und da fehlt ein Triebwerk. Das muss ich mal gleich noch hier dran bauen. Ah, da unten liegt es schon rum. Mann, 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 ey. Einfach hier Triebwerk vernichtet. Baue ich gleich wieder zusammen, Leute. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was das ganze Lego noch für Geld einbringt. Also ja, ich denke mal, da könnte schon noch einiges bei rumkommen, Leute. Ich werde es jetzt auch nicht vergessen, da ich es ja wenigstens nochmal gefilmt habe. Ja, Leute, falls ihr euch wundert, wo eigentlich die ganzen Leute hin sind, die sind alle hier in dieser Box drin. Also hier sind noch, keine Ahnung, ganz viele Figuren, alles mögliche an Zeugs. Diese Banditen, hier ist noch so ein Motorrad von den Banditen und alles. Das ist auf jeden Fall noch alles, was ich hier noch so habe. Also sind Handschellen, die ganzen 100-Dollar-Scheine und das ganze Zeug. In der Langnese-Verpackung. Übrigens, Leute, das Eis hier vom Winde verweht, das gibt's glaube ich gar nicht mehr sogar. Also, habe ich da auch noch gelegt. Ich glaube aber nicht, dass mir das noch Geld einbringt. Ja, Leute, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe mal, dass euch das Video gefallen hat. Also, ich muss zugeben, das ist alles ziemlich Nostalgie für mich, das ganze alte Lego von mir und so. Habe ich auch lange, lange nicht mehr angeguckt.
Und jetzt werde ich mich halt nochmal ein bisschen damit beschäftigen, damit ich es dann halt vernünftig verkaufen kann, Leute. Dazu seht ihr dann natürlich auch noch ein Video, wie ich es dann halt verkaufe und wie viel Geld mir das am Ende einbringt. Das wird natürlich halt noch ein bisschen dauern, bis das Video dann dazu kommt. Also wahrscheinlich erst ein paar Monate später, schätze ich mal, weil ich werde jetzt nicht alles direkt losbekommen und ich will es auch zu einem vernünftigen Preis wenigstens verkaufen, wenn ich es schon verkaufe, weil sonst hätte ich es auch gleich bleiben lassen können. Ja, ich muss sagen, es fällt mir schon schwer, das alles zu verkaufen, aber ja, ist am Ende trotzdem die bessere Entscheidung, als wenn das jetzt hier noch 10 Jahre bei mir zu Hause rumsteht. Ja, Leute, dann hoffe ich mal, euch hat dieses Video gefallen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao, Leute.